den Klamotten. Weiß ist, wir haben die Federn gleichzeitig noch mit ein paar Glasscherben gespickt. Ja, wird's denn mal was? Also, wenn ihr immer so lange braucht, wird das mit dem Meistertitel dieses Jahr nichts. Scheiße, wir sind dafür noch in der falschen Stadt, ich soll aufpassen. Sag mal, was hast du eigentlich alles an? Power Slide? Haben wir nicht ausgemacht, er soll ein anständiges Untergewand tragen? Ah, ich verstehe. Er ist Profi. Power Slide für den Weg auf alle Vieren. Damit er schön in den Boden gleiten kann. Ich habe nur kurz abgeklärt, was genau sich noch wo drunter befindet. Aber die Damen sehen es ja selber bei diesem Gewand, wo was drunter ist. Bei dieser Fischraum. Es sei. Schwester, seid so gut. Bringt mir den Tee. Ich wollte ein bisschen weiter nach vorne führen. Man sieht ihn so schlecht. Was? Wo? Man sieht ihn so schlecht. Etwas weiter nach vorne. Hier präsentieren wir ihn euch. Ihr hört jetzt auf, rum zu tänzeln und bleibt genau hier stehen. Na, wartet mal. Geht doch mal runter von dem. Runter, habe ich gesagt. Man könnte doch auch einfach die Kompetenz. Seht mal, diese Walhaut hier. Das ist die Innenseite, die Außenseite. Es war ein weißer Wal. So, machen wir das mal. Dann wird das ein bisschen größer. Ich hätte jetzt spontan aber auch eine Idee gehabt. Man hätte auf der Plane den kompletten Teer ausbreiten können und hätte lang rutschen müssen. Hebt euch die Idee mal auf. Vielleicht können wir das später noch gebrauchen. Oh, stimmt. Ihr stellt euch jetzt mal hier hin. Wir haben ja noch drei weitere Tage. Genau hier bleibt ihr stehen. Gerade Gesicht zum Volk. Geht so. Ihr in eine Stücke, Herr Tod, ihr nehmt den Platz von allen. Geht mal da hin. Entschuldigung. Wer kann, tritt so weit zurück, wie es geht. Das, meine Lieben, kommt dabei raus. Wenn man den guten Bruder weg. Zieh's mir an, bitte. Was hat er denn? Teeren und Federn für die Massen? Hier steht, ich bin doch ein Strolch. Nee, ich bin ein Strolch, doch bin ich frei. Im Himmel habe ich nichts verloren. Raubrille des Schlafes. Morgenmesse für den Zeitvertreib. Was will er damit sagen? Hoppes, ich liebe dich trotzdem. Hier steht. Ist das wahr? Du bist der falsche Heiland. Moment, ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun? Ja, ah, wenn ihr eine finden würdet, die es zweimal mit euch tut, aber ihr findet keine. Das ist eine Frechheit, dass er sich derart beklebt. Und zur Strafe machen wir natürlich gleich ein Enthaarungsprogramm. Die Titte aber mal kurz genug. Alter, guck mal, was das denn? Das tut mir aus. Da kann man für 3 Euro Prinzen dranhängen. Ja, ja. Achtung! Ah! Hängt das gut auf? Das ist auch noch weiß genug. Ihr hängt das mit auch abgeräumt. Sauber, verdammt. Hier. So, jetzt nach vorne zu tragen. Schön. Ah,
Ihr habt ja gar kein Bauchnabelpiercing, das können wir nachholen. Wendet euch mal zum Volke mit dem Angesicht, mit dem Afterball. So, es sei. Prost. Nochmal andersrum. Die Hände zum Himmel zum Gebet. Nach oben. Last week, honey, he's so vain. He been living himself on the Kim and Jay. I'm like, boy, stop, he run that back. Goddamn, you fat, can you play that? Er soll's bei jedem Schritt merken, wende er sich. Deswegen auch hinein in die Knieke. Was sagen Sie denn so als Sportler? Wir haben die Arme, das ist total schön. Dreht euch wieder mit dem Gesicht zur Folge. Dreht euch wieder mit dem Afterball zur Folge. Es gibt am Leibe dieses zarten Knaben einen Bereich, da kann man den Pinsel nicht hinführen. Die Haare? Meine Lieben, die Ohren? Der würde Schaden nehmen. Fußnägel. Fußnägel sind schön. Den Mund, die kommt automatisch. Nein, es ist ein anderer Bereich. Der Nase. Schwester, ich opfere meine rechte Hand für diesen Bereich. Pinsi, du musst jetzt ganz stark sein. Ohne Gelaber, lupft den Bereich. Lupfen. Du, 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 böse Bube, du. Glaubt mir, Prinzi, mit uns mehr weh als euch. Nein, ihr nicht. Nein, Schwester Karma, seid immer Fehlern, weil ich so kriege. Wenn es schnell geht, ist nicht schlimm. Anzi, könnt ihr helfen, wenn ihr wollt? Jawohl. Ihr werdet nur die geteerten Bereiche fehlen. Och, wie schade. Weil ich ein Zackhaftkind bin. Erwartet, ich habe ja was vergessen. Halt eine Pause. Es gibt einen weiteren Bereich am Leibe dieses Zahnknaben. Ein kleiner Bereich. Dieser Bereich ist so gefährlich, dass nicht mal meine heilige Hand dahin kann. Hans, ja, lupft den Bereich. Oh nein. Lupfen. Womit trägt du so den Klumpf? Klumpf mit dem kleinen Zeiger, mit dem kleinen Finger, ja. Und wenn es geht, geht so weit nach hinten, ihr könnt damit die anderen auch was sehen. Das ist jetzt sehr persönlich. Die dahin gehen. Ja, du nicht, der Hans. Klumpfen! Nicht gucken, wir gucken auch nicht. Wir machen die Jubel. Jeden Auftrag. Wie man sehen kann, er ist ein Radrennfahrer und jeder weiß, wenn man als Radrennfahrer an mehreren Stunden unterwegs ist, was passiert, wenn die Blase drückt. Die lass auf, Junge. Hilft dir nochmal beim Federn, damit es etwas schneller geht? Nun, meine Lieben, könnte man meinen, es ist vollbracht. Allerdings kam es ja zu Konversatio im zweiten Buch. Auf Gottes Erdenscheibe, was nach der Bibel auch noch wichtig ist, nämlich auf Facebook. In dieser Konversatio hat er sich beschwert, nachdem ich bereits angekündigt, was ihm widerfahren möge, hat er sich beschwert, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass ein Weibsbild ganz besonders mitgewirkt hat während dieser gottverdammten WhatsApp-Sprachnachricht. Was? Doch in Weibern kann ich nicht gewesen, warum war ich nicht da? Das heißt, er hat die Sünde nicht allein begangen, richtig? Nein, hat er nicht. Er war flankiert. Oh, ja, Weib. Ja, ja. Ja, ja. Nun folgende Frage, Gemeinde. Zehren und federn wir weiter beim MPS? An ihrer Stadt wird immer der Kerl gezehrt und gefedert, der bei der Sünde mit anwesend war. Rektus, wollen wir zwei einmal nach vorne bitten, damit die Leute sehen kann, wie viel Unschuld in dieser verborgen war. Sehen wir, wie nach vorne kommen.
seht an das arme Kind, frei von Sünde. Wurde sie genötigt, dem Alkohol zu frönen, das Publikum ruft, oh nein! Oh nein! Doch! Oh! Völlig frei von Sünde. Dieses arme, verführte, kleine Ding, die wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hatte. Nein. Ja, alles klar. Bedauerlicherweise kann ich sie nicht teeren und federn. Wir können sie rasieren. Was können wir sie rasieren? Auf den Zehen? Den Haupt. Karl. Ist Philipp bei uns? Karl Scherben. Ja. Ich wäre dafür, allein ich fürchte die Rache ihrer Mutter. Wir sind bekannt. Moment, sie weint ja schon. Das können die gut. Welch eine Unschuld. Wir können sie nicht teeren und federn, aber es ist guter Brauch und alte Sitte, dass der Scheißkerl für sie geteert und gefedert wird, der dabei war. Also, bringt mir noch einmal teer und federn. Ha, das hat's ja noch nie gegeben. Oh. Zweite Schicht. Na, wo ist sie denn? Prinzi, das ist dein persönlicher Recall. Mensch, schnell, das ist der Schlimm. Oh, Schwester, wo bleibst du? Wo ich glaube, es darf gehabt werden. Oh, sie kommt. Seht einmal, die Schüssel ist größer als die erste Schüssel. Her damit. Das muss sein. Ja, die steht auch schon was drauf. Die Weine ruft der! Die Weine ruft der! Wartet mal, machen wir so. Bringt doch mal Teer und Federn auf. Nein, hier Federn auf. Wo rennt ihr hin? Was kann man so mal tun? Okay. Lupft vorne noch mal. Warte mal, das machen wir mal drauf. Sehr schön. Das war leider gar nicht so viel wie das andere, bedauerlicherweise. Ah, hier hängt die Hälfte noch drin. Deshalb. Der ist ein wenig dickflüssig. Schaut mal, Kinder. Der gibt eine untrennbare Verschlüsselung. Ganz, ganz viel dabei. Arme auseinander. Sehr schön. Nun, liebe Gemeinde, ist es ja so. Er hat ja beschrieben, dass ein Weibsbild ganz besonders sich hervorgetan hat bei dieser WhatsApp-Nachricht. Wenn sich ein Weibsbild aber ganz besonders hervorgetan hat, dann muss ja wohl mindestens noch ein weiteres Weibsbild dabei gewesen sein. Ja, ja. Ich frage euch, Gemeinde, war dieses Weib dann auch bei der Sünde dabei? Ja. Teeren wir Weiber? Nein. Wer wird an der Stadt der Weiber geteert? Gefunden, das arme Kind. Sie weint ja schon. Oh! Die Schüssel ist ja noch größer. Look on the right side of life. Ah! Seht ein das ist sehr gut. Wenn ihr mal schauen wollt, da ist von der Plane vom Dach Wasser reingelaufen. Wie flüssig dieses Zeug geworden ist. Und das war vom Dach. Hinten haben wir ein Dixi stehen, das war undicht. Das haben wir runtergestellt, weil... Ah, ja. Es kommt von einem Dixi, diese Flüssigkeit. Es sei, da weiß ich ja ganz genau, wo man es hinkippen kann. Hans! Jawohl! Ich brauch euch jetzt mal. Ihr lupft mal von hinten. Nein, ihr lupft von vorne. Und ihr kommt einmal, ja, und lupft einmal hin. Die Gemeinde ruft her! Her! Die Gemeinde ruft her! Her! Die Gemeinde ruft mehr! Mehr! Die Gemeinde ruft noch viel mehr!
Das ist doch nicht aus dem Diamant. Schwarze Karte, Toro! Bring mir schnell mein Getränk, Toro, ich brauche dich! Bringt einmal frische Federn auf! Er kommt sich auf die Federn! Die Gemeinung! Federn! Federn! Mehr Federn! Mehr Federn! Viel mehr Federn! Viel mehr Federn! Herr Eptos! Ja? So schöne viele Federn, da könnte sich doch auch ein bisschen winden und so. Wartet noch einen Moment, wartet noch einen. Ich habe das Gefühl, der Herr ist noch nicht fertig mit uns. Was? Ich habe den Eindruck, er spricht noch zu mir. Rettens willst wissen. Die 7 mal die 24, bitte, die 7 mal die 24. Hat der schwarze Kater meinen Ruf gehört? Wo bleibt mein Getränk? Es kommt. Und da das ist vom Schwarzen. Hier ist wieder oben, da ist es doch schon. Okay, ist das ist vom Schwarzen Kater. Doro, richtig? Euer erst. Dreht euch mit dem Gesicht zum Volk, ihr unhöfliches Weib. Euer erstes MPS. Und sie hat die schwere und böse Aufgabe. Dreht einmal die Tasse, damit man sieht. Was bringt sie mir? Nicht nur irgendeinen Tee. Nein. Kamillentee. Schande! Das ist wirklich eine Schande, aber nicht ihre Schuld. Ich danke euch, Doro. Ab in die Ordnung. Die Gemeinde jubelt für Doro. Niemals hatte man einen elenderen Anblick als diesen auf dem MPS. Ich trinke Kamillentee. Schande! 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 Wisst ihr, Gemeinde, warum ich Kamillentee trinke? Weil ihr alt seid? Ich bin erkrankt. Das ist ein Blinder. Das wissen wir doch schon lange. Ich sage euch, ich hatte Schmerzen, wie ich sie noch nicht gehabt habe. Ich kann es lösen. Und egal wie viele... ihr mich jetzt noch einmal unterbrecht. Nachdem ich es euch vorher 100-mal gesagt habe, dann sehe ich dazu, dass Prinzi Gefolgschaft bekommt. Oh. Ich gebe auch so viele Mädels abends zu Hause. Herr Kapellmeister, das ist die völlig falsche Musik. Dies ist ein Drama hier. Ja, ich war krank. Und das natürlich am Ostersamstag. Dum, dum, dum! Ich wachte auf. Fühlte mich nicht wohl. Der ganze Magen, der ganze Bauch erspannte. Es zog bis in die Nieren. Bis am Ostersamstag. Was glaubt ihr, welcher Arzt am Ostersamstag Dienst hat? Die Gemeinde ruft: Keiner! Keiner! Was glaubt ihr, welcher Arzt am Ostersonntag Dienst hat? Keiner! Was glaubt ihr, welcher Arzt am Ostermontag Dienst hat? Keiner! Was glaubt ihr, wer diese ganzen Tage gelitten hat? Ich, Idiot! Dann war ich dort. Man hat Blut von meinem Blut genommen. Ja, das ist ganz gut. Ich musste in ein Dippchen pullern. Das Dippchen war so groß. Es ist 7-mal dabei übergelaufen. Dann hat man mich, entschuldigt das neudeutsche Wort, sonografiert wie einen tiefgründigen Meeresboot. Und was kam dabei heraus? Waren es Nierensteine? Nein. War es die... Wer hat da eben Alkohol gesagt? Jeder Depp weiß genau, dass Alkohol den menschlichen Körper nur nutzt und niemals schadet. Die Gemeinde ruft: Ochse! Ochse! War es die Bauchspeicheldrüse? Nein. Ich sag's euch, was es war. Es war meine Galle. Sie ist übergelaufen. Wegen wem? Wegen dem? 4 Tage lag ich krank da nieder, ohne Arzt, mit Schmerzen wie ein Schwein beim Schlachter. Das macht aus seiner Missetat eine Tateinheit.
Und zwar mit Körperverletzung! Die Gemeinde ruft Federn! Aber diesmal bringt mir die große Schüssel. Denn diesmal sei es Auge um Auge, sei es Zahn um Zahn, so krank wie ich da niederlag, so soll er auch erkranken, am liebsten an seiner Galle. Dies Teer, mein Freund, der ist nicht zur äußeren Anwendung. Stellt euch gerade zum Volk, steht ihr, Beine breit, Arme an den Leib, so bleibt ihr stehen. Maul auf. Fuckel aus. Diesen Teerassistenz zu mir werdet ihr saufen, damit ihr wie ich Auge um Auge, Zahn um Zahn krank da niederliegt. Haltet fest. Stereo. Rektus. Herr Kapellmeister, Musik aus. Die Gemeinde ruft: Schluck, du Lude! Schluck, du Lude! Das kommt man raus, wenn man einen heiligen Mann ans Krankenbett fesselt. Ich hätte verrecken können, Saukerl. Es ist soweit. Nicht, wenn es nach mir geht. Die Gemeinde ruft noch einmal: Pfui! 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 Hängt ihn auf! Hängt ihn auf! Hängt ihn auf! Hängt ihn auf! Habt ihr eigentlich einen Dachschutz? Kann euch verdammte homogene Masse denn jeder Vollidiot in Braun dazu bringen, jemand an den Baum zu knüpfen? Das ist doch unser lieber Prinzi! Den habt ihr doch lieb und ihr lasst euch verführen zu so einer Sauerei. Pfui, Dortmund! Wenn sie euch verführen wollen, dann müsst ihr widerstehen. Und zwar mit Liebe. Und zwar mit Empathie. Mit Herz. So wie ich es jetzt tue. Mein Freund, du hast die Missetat vollbracht. Du hast dafür gelitten. Dieser Kuss soll unsere Liebe bezeugen. Ich hab dich wieder lieb. Haben wir was vergessen? Nicht so schnell. Bevor wir das Ganze hier eröffnen. Hattet ihr auch eine SMS geschickt? Ich habe etwas anderes zu berichten. Hört, hört. Es betraf sich an einem Tag, in einer Nacht, an der nicht getanzt und nicht gefeiert werden darf. Als ich da niederlag in meiner Ruhe, quasi ruht in Frieden, der einzige Tag des Jahres. Und ich schlief fest, bis mein mobiles Kundentelefon um 4 Uhr 33 oh, noch vor mir. Klingelte. Und es war nicht nur ein Anruf, den ich in meiner Weisheit einfach ignoriert und weitergeschlafen habe. Nein, es war auch noch eine Sprachnachricht, die direkt hinterher kam, weil ich da nicht rangegangen bin. Sage und schreibe 2 Minuten und 48 Sekunden wurde mir im Detail von einer Person berichtet, wie viel er doch schon getrunken habe und wie schön er doch in Gesellschaft wäre mit sehr wundervollen Gesprächen. Mag das gewesen sein? Ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, dass ich euch hiermit verkünde, dass morgen früh zur Markteröffnung, zur Morgenmesse, eine besondere Person anwesend sein wird, die geteert und gefedert wird! Jubel! Liebe Brüder, liebe Schwestern, diese wunderschönen
ich wollte für euch natürlich nicht vorenthalten. Was hätte ich vergessen? Herrlich, herrlich. Wir sehen uns also morgen wieder, Prinzi. Die Weide ist von der Vorfreude. Ran,